Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Big Farm Story. Ich habe jetzt gerade ein Level-Up bekommen. Ich wollte eigentlich nur die Felder ein bisschen bearbeiten. Tja, aber das wollte ich natürlich mit euch machen. Ich habe mich nämlich dazu entschieden, dass ich diesmal den Löwenzahn nehme. Möchte einfach mal wissen, was es damit auf sich hat. Ich möchte lernen, wie man ihn anbaut. Bestätigen, machen wir jetzt halt mal. Löwenzahn. Felder voller Löwenzahn sind so schön anzusehen. Okay, hurra. Ich habe im Grunde hier das erste Korn weggemacht und schon zack war diese Möglichkeit gegeben. Löwenzahn habe ich natürlich jetzt halt hier nicht drin. Oh, und ich habe auch nur drei davon. Hey, Squirrely. Entschuldigung. So, schauen wir mal. Zum einen würde ich natürlich nochmal ein Weizensaat kaufen, dass wir vier haben. Und das ist dann Löwenzahnsaat. Kaufen wir halt nochmal vier. Also solltet ihr euch wundern, warum ich hier so viel Geld habe, 1300, lag natürlich daran, dass ich hier einiges auch verkauft habe. Aber aktuell habe ich jetzt nichts, wo ich sage, ich würde es verkaufen. Also wenn dann nur kochen. Ja, das... Hurra, Löwenzahnsaat. Mache ich die schon da drauf? Nee, ich würde jetzt halt hier tatsächlich erst nochmal Weizensaat drauf machen. Habe ich jetzt da wieder falsch geguckt wahrscheinlich, ne? Ach nee, doch, hat schon gepasst. Es sind 3 Tage, sind es, wo das braucht. So. Dann können wir uns den Mais wegpflücken. So, hier sollten wieder... Da habe ich jetzt auch nur 3. Warum? So. Weil es ist nicht immer so schlecht, wenn ich das immer gleich anbaue. Zumindest halt immer mit einem Feld. Aber überwiegend jetzt erst einmal mit Karotten rumhantier. Ja, da ist dann schon nicht gut, nicht schlecht, wenn wir die andere Gießkanne haben und dann immer gleich alle 4 wässern können. So. Dann einmal die Karotzkis wegpflücken. Aber so schnell sind dann auch die Energiepunkte natürlich immer weg, ne? Obwohl, hauptsächlich ist es doch das Anzählen. Was machen wir denn? Ja, der Löwenzahn. Der braucht immerhin auch 2 Tage, ne? Ich will aber jetzt das Feld noch nicht freischalten. Das kostet zwar, ich sag mal, nur irgendwas mit die 700. Aber mir wäre echt wichtig, dass wir das andere Gartenwerkzeug machen. So. Karotten auf jeden Fall. Da müssen wir jetzt einfach mal gemeinsam durch. Das gehört halt dazu. Ja, das kostet mich so viel Energie, ne? Holen wir gleich das Wasser. So, wir müssen die Tierchen auch noch füttern. Äste, glaube ich, brauche ich auch noch. Ja, weil da habe ich nämlich relativ wenig. Dann können wir mal schauen, ob wir unsere Alpaka noch wegschicken können. Ja.
Na also. Die sind eigentlich noch am leichtesten, wenn die Reusen erstmal stehen hier. Wir brauchen nicht lang rumangeln. Füttern wir mal Henny. Oh, ich möchte mal alles sammeln, was ich da so blinken sehe. Ne? Da unten auch wieder. Füttern. So, Flecki. Die müsste aber auch jetzt bald ein Level abhaben, oder? Einmal kurz streicheln. Leckerli. Und füttern. So. Ja, die hat echt bald. Da fehlt nicht mehr viel am nächsten Tag. So, Shady braucht Fisch am Spieß. Kann ich den kochen? Shady braucht Fisch am Spieß, nimmt man nicht einmal dieses als Katze getarnte Biest könnte seinem Lieblingssnack widerstehen. Allerdings muss ich den Snack erst zubereiten. Squirrely? Nein? Lauf halt nicht immer weg. Wohin? Bis da runter läufst du? Ehrlich wahr. Unnötigen Wege. Schauen wir mal, ob wir das jetzt machen können. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, habe ich jetzt das Rezept bekommen oder nicht. Schauen wir mal. Ne, Fisch am Spieß, da brauche ich Fischöl. Alles klar. Einmal ab in die Stadt. Und runter an den Steg. Oh, ist da irgendwas neu? Ach so, da gab es ja ein Update. Da gab es irgendein Update. Aber ich habe mir das nicht so genau durchgelesen. Da kann ich wirklich alles an Energie verballern, was ich so habe. Ne? Ich werde da wahrscheinlich auch gleich nachlegen mit Energie. Halt, da ist doch nichts. Ah, verdammt. Ja komm, ärgere dich nicht zu lang. Oh, ein Zander. Kann im rustigen Haken. Okay, da steht eigentlich immer das Gleiche. Die sagen zwar immer irgendwas anderes dazu, aber finde ich jetzt nicht so wichtig. Kann ich das machen? Okay, mir fehlt ein Zweig. Aber angeln kann ich. Und irgendwo habe ich immer noch eine Kiste übersehen. Das
buddelst denn du da rum? Ach komm, dann gebe ich ihr mal eine Blume wieder. Ich wollte zwar den Stein sammeln, aber ist okay. Also wenn ich die Punkte genommen habe, dann muss ich sie auch verbrauchen, ne? Das ist klar. Nach. Es ist einfach zu früh am Morgen. Ja, es ist gerade 5 Uhr hier bei mir. Da auch irgendwas? Tatsächlich, da ist eine Kiste. Also danke nochmal für den Tipp, ne? Ein kleines Geschenk kann Charakteren als Geschenk gegeben werden, um die Freundschaft zu erhöhen. Großes Geschenk, okay. Danke. Kann ich hier irgendwas kaufen? Ich hätte einen Feldtoken, ne? Was war das da nochmal? Großtier-Stallhaus. Stallausbau, okay. Ich würde lieber das Feld noch mit hinzu machen. Also das wäre mir wichtiger. Und habe ich einen Anbautoken? Ja, ich habe sogar einen. Mach mal, komm. Ist total egal, was wir machen. Gucken wir mal zum Alpaka. Ja, hi. Rosa kann ich leider nicht liefern. Das kann ich aber liefern. Okay, da müssen wir auf jeden Fall noch einiges sammeln. Ja, genau, die Daunenfedern muss ich ja auch noch finden. Keine Ahnung, habe ich noch keine einzige gesehen bis jetzt. Mann, ich habe irgendwo noch eine Kiste gesehen, die wollte ich mir allerdings aufheben. Mit euch gemeinsam dann holen und jetzt habe ich total vergessen, wo sie ist. Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich habe die irgendwo gesehen beim Sammeln. Ich denke mal, das ist wegen dem Update, dass die Kamera hier so komisch zoomt. So, hier muss ich auf jeden Fall angeln, weil hier sind die besseren Fische. Die teureren Fische. Wurzel und ein Wurm. Jawohl. Wie viel habe ich da eigentlich noch? Weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich wieder nicht aufgepasst, ne? So, da wird mir immer noch der Ast fehlt, oder? Ja, da fehlt mir immer noch der Zweig. Na, ja, daneben, oder? Oh, nee, hat sogar gepasst. Eine Flunder. So, wir brauchen Fischöl. Der kostet 10 Token. Ich kaufe jetzt mal 2 davon. Würde auch noch einmal Alge nehmen, wenn das jetzt schon hier so schön hinhaut. Andererseits Rezepte würden mich natürlich auch... Warte mal, wir kaufen jetzt mal noch eine Alge. Was können wir denn verkaufen? Was haben wir denn viele? Da könnten wir vielleicht mal 2. Da können wir mal 4.
Da vielleicht einen. Da vielleicht einen. Einen roten Schnapper noch. Und noch einen Zander. So. Dann können wir uns auf jeden Fall von den Rezepten noch welche kaufen. Der Katzenwels mit Gemüse. Oder warte mal. Doch eigentlich ist egal, ne? Was ist das da? Achso, der Angelschein. Neues Rezept. Dann haben wir Fisch mit Kräuterbutter. Da brauche ich bestimmt die Butter dazu. Und dann haben wir noch als letztes den gegrillten Fisch. Und da denke ich mal, wenn wir uns die Sachen auch zulegen, also kochen, dann werden wir damit ganz gut Geld verdienen. Kann verwendet werden, um besondere Rezepte zu kochen. Hurra! So, ich habe noch Punkte, die verteilt werden wollen. Oh, Moment, wir könnten hier mal ganz kurz... Irina? Natürlich, schauen wir doch gleich mal bei ihr vorbei. Das war das hier, ne? Dann tun wir doch da mal ein paar Herzchen draufschmeißen. Kamil? Nee, wir sind jetzt bei Irina, ne? Dann mache ich als nächstes Melina. Ne, wir sind ja bei Melina. Kamil. Schon voll ausgebaut hier. Nice. So, was ist mit dir? Du hast schon wieder was für mich. Äste. Hey, gut. So, Irina. Schauen wir mal, wie viel sie spielt. Sie ist ja ganz am Anfang, ne? So, einmal nach Hause. Sorry. Und dann müssen wir schauen, dass wir jetzt noch die Punkte verballern. Weil das wäre sonst schade, wenn ich das extra eingeschmissen habe, das Essen. Aha. Auch da gibt es ein kleines Kamerazoom. Steine, glaube ich, können wir auch brauchen noch, ne? Danke. Ast. So, ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn ich... Ich glaube, ich verbrauche weniger Ausdauer, ne, wenn ich es so mache. Oder verbraucht man da die gleiche? Ich weiß es nicht. Es wird spät, ich sollte nach Hause. Nein! Lass mich doch noch die Punkte versammeln hier. Warte, dann lieber fischen. Ja, Mist. Thank you.
10 Punkte habe ich noch. 8 Punkte. Das sind gleich so viele Fische, ne? Fange ich da gleich mehrere? Nee, leider nicht. Ah, jetzt habe ich keine Energie mehr. Okay. Kann ich den Stecken noch aufheben? Danke. Aber ich werde es nicht schaffen wahrscheinlich. Ja, dachte ich mir. Aber ich habe alle Punkte verballert. Das ist schon mal gut. Na gut, dann geht's gleich weiter. Ach, da habe ich eh nur 2 gehabt. Ja, das braucht noch, ne? Was? Nein? Okay, nice. Da bin ich mal gespannt, ob wir irgendwelche Rezepte dann auch machen können, wenn ich schon so viel Zeug sammle. Aber ich muss mir auch wieder was aufheben fürs Feld, ne? Na, verdammt. Kein Gefühl heute. Ja. Wenn man schnell drückt, dann kann man sogar die 2 Schläge innerhalb von dem Grünen machen. Naja, gut. Nicht immer. Jawohl. Und dann werden wir mal schnell zur Shepherd Farm gehen. Ich kann mir vorstellen, dass da hinten doch die Höhle auf jeden Fall noch geht. Oh, sag mal, wollt ihr mich ärgern? Da ist ein Fisch nach dem anderen. Die brauchen noch, ne? Komischerweise, das Ding habe ich gebaut und hatte sofort... Deine Farben. Shepherd Farben. Gott, da blinkert es auch überall. Na gut, irgendwann werde ich das ignorieren wahrscheinlich. Weil ich dann einfach genug habe. Das Holz lasse ich jetzt mal. Es gibt halt einfach so viel zum Sammeln, ne? Aber ich möchte mal immer noch wissen, wo ich die Daunenfedern finde, weil ich habe bis jetzt noch nichts gesehen. Das müsste einem doch auffallen, oder? So, mit dir soll ich quatschen. Was geht mit dir denn? Ach so, die sind einfach nur zum Verschenken, ne? Machen wir mal ein kleines Geschenk. Ist aber lieb von dir. Was für eine schöne Überraschung. Erst Benny und dann du auch noch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die letzten Wochen waren so anstrengend. Du solltest etwas Ruhe gönnen. Die Sache mit Levis Verschwinden war nicht deine Schuld. Ich weiß, danke für die Aufmunterung. Du bist wirklich ein guter Mensch. Zuverlässige Freunde. Belohnung einsammeln. Ja, cool. Oder war die Kiste hier irgendwo? Ich weiß es nicht mehr. So, einmal zum Carpenterhof.
blinkert auch schon wieder so viel. Oh nein. Die schnitzen immer an der gleichen Tür, ne? So, gucken wir mal. 1250 kostet dieses Ding hier, die verbesserte Gießkanne. Und die kaufe ich jetzt halt. 5000 dann für das, ne? Alleine das ist ja schon mal ganz gut, wenn ich dann alles auf einmal, ne? Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen nochmal zurück. Oh, wir könnten doch eigentlich ihr auch mal so ein Geschenk geben. Und? Level up 2. Oh, ich krieg 12 Karottensaat. Cool. Nice. Nehme ich gern. Danke. Ach, ich muss ja eh noch mein Feld machen. Hör mal auf, hier Blumen zu pflücken. Das ist der nächste Tag. Wir müssen noch die Felder machen. Moment. Jawohl. So gefällt mir das schon mal. So, die kann ich alle... Genau, die kann ich alle ernten. Nur die Frage. Aber ich habe keine Gurken, ne? Ach doch. Gurkensaat. Oh yes, danke. Oh yes. Ich... Oh, vielen Dank. Dann juckt mich das überhaupt nicht mit dem einzelnen Ernten. Dann ist das einfach so. Das ist ja cool. Endlich. Oh, da habe ich nur 3. Holen wir uns einmal noch eine Kartoffelsaat. Wo seid ihr? Da. So, die müsste ich natürlich auch mal kaufen, ne, hier. Für 40, das geht. Ansonsten, passt schon. Hurra, Fenchelsaat. So, weil dann hau ich da nämlich die Kartoffeln wieder rein. Wenn du wieder so weit wegrennst, ich renne dir jetzt nicht hinterher. Ganz egal, was du hast. So. Oh. Na super. Ich hoffe, das reicht. So, hier machen wir genau die 4. Und da machen wir die Karotskis. Oh, okay, es reicht nicht. Okay, und da fehlt uns Geld, ne? 750 waren das, glaube ich, oder? Ach ne, 1250, also es war schon ein bisschen mehr. Alles klar. Ne, dann soll es auch für heute gewesen sein. Es war halt heute wieder mal sehr farmlastig, aber das ist ja normal bei dem Spiel. Ich denke, dass ich mir vielleicht noch ein paar Vitamine reinpfeife und noch ein bisschen angeln gehe. Wie viel habe ich denn noch? 3 Punkte. Ja, werde ich machen. Und dann werde ich den Tag umbringen und rumbringen, nicht umbringen. Genau, und dann sehen wir uns dann quasi morgen wieder. Hoffe ich. Ich muss ja auch meine Tierchen auch noch füttern. Das habe ich total vergessen. Moment, das machen wir jetzt halt auch noch zusammen, weil nicht, dass die hier ein Level up haben und ich euch nicht dabei habe. So, einmal füttern. Na gut, sie ist ja schon voll vom Level her, aber Flecki noch nicht.
So. Einmal knuddeln. Jawohl, Level Up. Dachte ich es mir nämlich. Ist jetzt mehr wert beim Verkauf, hurra. Dann einmal Leckerli. Nochmal drücken. Geht nicht. Sammeln. Und füttern. Gut. Und Flecki, ja, ich weiß nicht, warum kindisch negativ ist. Ein weniger Fürsorgepunkte für Babyflaschen, mäkelig. Pingeliger Esser, der an allem herummäkelt. Okay, ja, jetzt auch nicht so schlimm. Alles klar, Leute, dann lassen wir das dabei heute. Lasst mir gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir Kommentare da und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.